Hallo, herzlich willkommen zum Modul Betriebssysteme und Rechnernetze im Studiengang Wirtschaftsinformatik und E-Technik-Informatik. Ja, mein Name ist Christian Baun. Ich mache dieses Modul jetzt schon ein paar Jahre, seit es das Modul gibt, und werde es wohl auch noch einige Jahre machen. Und ja, schön, dass Sie dann dabei sind dieses Semester. Ist ja jetzt für mich schon das dritte Corona-Semester. Fühlt sich ein bisschen schräg an, weil vor einem Jahr, da hatte ich da so einen Begrüßungs-Screencast aufgenommen. Da war das alles noch so ein bisschen neu. Ja. Jetzt ist es schon irgendwie Realität. Einige von Ihnen kennen es auch, glaube ich, gar nicht anders, weil die meisten von Ihnen sind ja jetzt im zweiten Semester. Ja, zur Vorlesung kommen wir kurz. Moment, Freigabe. Da sehen Sie, die vorlesungsfreie Zeit ist jetzt rum. Da muss man erstmal wieder gucken, wie das alles ging. So. Ja, okay. Moment, ganz kurz, noch das Fenster auf und das. So. Ja, zum ersten Foliensatz. Also hier steht es nochmal, mein Name, Christian Baun. Und diese Folie hier, die zweite, das ist wahrscheinlich die wichtigste im Semester, weil da finden Sie also die Informationen, wo Sie alle Unterlagen zum Modul finden. Also da einmal meine E-Mail-Adresse, wenn es ein Problem gibt, dann melden Sie sich gerne auch. Dann am Anschluss an die Vorlesung oder halt in den Übungen jederzeit. Und wenn Sie das aus verschiedenen Gründen nicht möchten oder wenn es halt dringend ist, dann schreiben Sie bitte auf jeden Fall und warten Sie nicht zu lange, weil aus Erfahrung gehen die Probleme also nicht von alleine weg. Dann haben wir hier die URL. Also ich bin kein so großer Moodle-Befürworter, also ich mag es nicht so. Und ich habe deshalb alles, was relevant ist, auf meiner Webseite. Auf der Webseite, was finden Sie da? Wir können ja mal hingehen. Ganz kurz. Moment. Genau. Hier finden Sie die christianbaun.de. Und dann sehen Sie hier auch einen Eintrag Betriebssysteme und Rechnernetze. Und da sehen Sie dann einmal hier so Kästen, immer wenn es was Wichtiges gibt, also wenn zum Beispiel ein Fehler gefunden wurde auf dem Foliensatz oder in der Übung oder in der Musterlösung, dann würde ich das hier bekannt geben, dass ich das also gefunden und korrigiert habe. Wenn eine Veranstaltung ausfällt oder umgelegt werden muss, dann finden Sie hier auch also einen farbigen Kasten. Und Sie finden hier auch so eine kleine FAQ-Seite, die wird also laufend im Semester auch erweitert. Und da sind also so die typischen Fragen, die finden Sie da und dann also hoffentlich auch hilfreiche Antworten. Hier sehen Sie die Übungstermine. Zwei Übungstermine machen der Herr Rösler, Herr Huske. Die unterstützen das Modul dieses Semester und ich hoffe auch jetzt noch mehrere Semester dann darauf hin. Da bin ich sehr dankbar für. Und Sie sehen, drei Übungstermine, die mache ich. Sie können in jede Übung kommen, immer wann Sie wollen. Sie können zu jedem Foliensatz und zu jedem Übungsblatt jederzeit fragen. Und ja, also halten Sie sich auch nicht zurück, ja, nutzen Sie das. Sie sehen hier einen Zeitplan für das Semester. Also wir haben ja jetzt einige Wochen vor uns. Und auch da, wenn es dann Änderungen gibt, dann werde ich es hier natürlich auch aktualisieren. Hier haben Sie alle Vorlesungsunterlagen, einmal die Foliensätze. Und zu jedem Foliensatz, also die Foliensätze, die sind thematisch organisiert. Das heißt also, die sind vom Umfang her auch unterschiedlich groß.
Und man kann jetzt also nicht sagen, dass jeder Foliensatz dann genau eine Woche ist, sondern für manche Foliensätze, da braucht man also weniger wie 90 Minuten und für manche, da braucht man also deutlich mehr. Und wir haben also zu jedem Thema, also zu jedem Foliensatz, haben wir ein eigenes Übungsblatt. Und Sie sehen hier, wir haben auch die Musterlösungen dazu. Das ist immer dann so die erste Frage, warum sind die Musterlösungen zu den Übungen online? Der Grund dafür ist, an den meisten Hochschulen, die ich kenne, da ist es so, dass die Profs, die geben also Übungsblätter raus und die Studentinnen und die Studenten, die tun sich also sehr fleißig dann darauf vorbereiten für die nächste Übung und können das dann auch vorrechnen oder erklären. Und an unserer Hochschule, da ist es aber so, man darf keine Punkte oder Benotung oder Bonus für gute Übungsteilnahme vergeben in den allermeisten Modulen. Und da ist dann die Motivation eher sehr gering, sich zu beteiligen. Das heißt, man hat dann in der Regel nur ein, zwei Leute pro Übung, die also sich vorbereitet haben und die anderen wollen eigentlich nur die Lösung und das macht dann wenig Spaß. Das heißt, ich gebe die Lösung immer im Vorfeld raus, damit Sie sich die Aufgaben und die Lösung anschauen können. Und in den Übungen können Sie dann also zielgerichtet fragen, wenn Sie was nicht verstanden haben oder einfach nochmal durchsprechen wollen. Ich werde aber in den Übungen nicht die Lösung von oben nach unten vorlesen oder ja, nachsprechen, weil das macht keinen Sinn. Also ich warte dann sozusagen auf Ihre Fragen. Ja, wir sehen, das Semester ist auch schon gut durchgeplant. Die Unterlagen stehen sozusagen bereit. Bitte machen Sie aber einen Fehler nicht, jetzt alles runterzuladen und zu denken, so, jetzt habe ich alles. Wenn sich mal eine Korrektur ergibt, ja, oder wenn mal hier und da was verbessert wird, dann kann ich das natürlich nicht auf Ihrer Festplatte machen. Ja. Also laden Sie sich bitte immer erst nur die Sachen runter, die Sie dann auch jetzt brauchen. Also die Unterlagen werden auch auf viele Jahre hin hier online sein. Da müssen Sie keine Angst haben, dass sie dann irgendwann wieder verschwinden. Und die häufigste Frage, die ich immer bekomme, ist die Frage nach dem Passwort. Also wenn Sie es bis hierher geschafft haben, dann haben Sie es vielleicht auch schon rausgekriegt. Meine Unterlagen, die haben nie ein Passwort. Also Sie können da jetzt und auch in vielen Jahren noch jederzeit dann drauf zugreifen. Und so ist es dann. Ja, eine Besonderheit dieses Moduls, ich weiß nicht, ob es für Sie besonders ist, ist die Prüfungsform. Es ist ja eine Portfolioprüfung. Das heißt, wir haben Werkstück A und Werkstück B. Und da gehe ich dann gleich auch nochmal drauf ein. Und hier haben Sie also verschiedene Alternativaufgaben fürs Werkstück A. Ja, und hier unten sehen Sie die alten Klausuren. Das sind also alle alten Klausuren, die es jetzt gibt von dem Modul und auch die passenden Musterlösungen. Es ist so bei der Klausur, das Werkstück B, die Klausur geht also 60 Minuten und die besteht also zu 95% aus Aufgaben aus den Übungen, ja, also aus den Übungsblättern. Das heißt, wenn Sie die Übungsblätter gut wiederholt haben und wenn Sie die selbstständig lösen können, dann sind Sie perfekt für die Klausur, für das Werkstück B vorbereitet. Gut, gehen wir nochmal zurück zum Foliensatz. Kurz eine Frage dazu stellen. Genau, genau, zur Portfolioprüfung. Also das Bewertungsverhältnis ist 50-50, das heißt, Werkstück A und B sind gleich viel wert sozusagen, was den Erfolg des Moduls für Sie angeht. Und in Werkstück A, da haben Sie also eine praktische Aufgabe, die Sie über das Semester in Dreierteams absolvieren müssen. Sie haben eine Entwicklungsaufgabe mit Implementierung. Das müssen Sie dann auch dokumentieren. Die Dokumentation müssen Sie abgeben und Sie müssen Ihre Lösung präsentieren. Das führt immer zu relativ viel Diskussion, weil in der Wirtschaftsinformatik besonders, auch ein bisschen in der E-Technik-Informatik, da haben wir jetzt ein viel heterogenes Publikum als jetzt bei der reinen Informatik. Und da gibt es natürlich auch viele Teilnehmer, die sagen, oh, das mit der Informatik interessiert mich nicht so und dann muss ich noch was programmieren, das ist lästig.
Ich kann sie aber davon nicht befreien, ja. Also das ist auch Teil ihrer Ausbildung und später auch Teil ihres Berufs. Und da müssen sie durch. Aber ihre Vorgänger, die haben das auch fast alle geschafft und sie werden das auch alle schaffen. Da bin ich mir sehr sicher. Für sie bedeutet es jetzt, sie müssen sich schnell in Dreierteams finden. Um das zu unterstützen, haben Sie einmal jetzt natürlich die Übungen, da helfen wir Ihnen, wenn Sie keine oder wenn Sie nicht ausreichend Kontakte da jetzt geknüpft haben bis jetzt. Und wir haben auch eine Moodle-Seite mit 7 kleinen Foren, je nach Alternativaufgabe. Und da können Sie also Teampartner suchen und hoffentlich dann auch finden. Ganz häufige Frage ist immer, kann ich es nicht auch alleine machen, weil Sie auf niemanden vielleicht vertrauen wollen oder schon mal enttäuscht wurden in der Vergangenheit. Und da ist die Antwort immer, nee, Sie sollten es eigentlich auf keinen Fall alleine machen, weil wenn Sie enttäuscht werden, dann merken Sie das ja schnell und dann können Sie sich andere Teampartner suchen oder in ein anderes Team wechseln und dann verlieren Sie da ja eigentlich wenig. Und später im Beruf, da werden Sie auch im Team verschiedene Aufgaben tun müssen, ihr ganzes Berufsleben lang. Und da wäre es auch schwierig zu sagen, ich will es allein machen und ich will auf meine Teampartner da nicht vertrauen. Also geben Sie da dann auch Ihren Kommilitonen eine Chance. Genau. Ein großes Problem dieses Moduls ist, Sie können keine Leistungen in spätere Semester mitnehmen. Also dieses Modul wird ja nur einmal im Jahr angeboten. Das ist in der Prüfungsordnung halt so festgelegt. Und wenn Sie jetzt Werkstück A absolvieren und Werkstück B, da haben Sie, sagen wir mal, keine Zeit oder Sie sind erkrankt, das ist ein großes Problem. Und da sieht Ihre Prüfungsordnung eigentlich keine Lösung für vor. Das heißt, Sie verlieren dann unter Umständen, also Sie verlieren dann mit Sicherheit die Leistungen von Werkstück A und das wär übel. Es ist auch so, es ist eigentlich keine Nachklausur vorgesehen. Also Sie müssen auf jeden Fall, wenn Sie das Modul machen wollen, Sie müssen auf jeden Fall zum Werkstück B kommen, ja, egal in welchem Zustand. Ja. Sie müssen dabei sein. Wow. Eine kurze Frage. Ja, Vielleicht habe genau. ich das vorhin überhört mit den Gruppen. Ist es so, dass man sich die Gruppen selbst aussuchen kann? Oder was Ja, wichtig? genau. Sie müssen die Gruppen selbst suchen. Sie müssen die auch nicht irgendwie anmelden oder so. Oder Sie müssen die auch noch nicht mal melden. Sie müssen nur irgendwann dann halt abgeben. Also es gibt ja auch eine Deadline, die steht auf der Webseite. 2 Wochen vor Vorlesungsende. Sie müssen sich in Gruppen finden. Und in der Tat, es wird auch immer wieder vorkommen, dass sich Gruppen neu organisieren. Das ist einfach der Normalfall. Aber Sie müssen, ja, das ist jetzt quasi Ihre erste Hausaufgabe für heute, ja. Also Und gehen wie Sie sieht mal es denn tun. da, ups, tut mir leid, wie sieht es denn da aus mit den Projekten? Also kann man die dann frei wählen Sie oder wird es können, da eine genau, Sie begrenzte müssen sich Anzahl im geben? Team, müssen Sie sich frei eine von den 7 Alternativaufgaben auf der Webseite aussuchen. Alles klar, okay, vielen Dank. Gerne. Entschuldigung, dann noch eine Frage. Ja. Müssen die Gruppenmitglieder nur aus EBIS oder aus IBIS sein, oder? Ist Sie das auch? können die Gruppen frei mischen. Okay, danke. Sie müssen sich da nicht nach IBIS oder EBIS orientieren. Und Sie können auch in die Übungen reingehen, wie Sie wollen, auch wenn das jetzt nicht in Ihrem IBIS oder EBIS-Stundenplan so drinsteht. Also wir haben ja diese 5 Termine und Sie können zu jedem Termin, so oft Sie kommen wollen, erscheinen. Ja. Da sind Sie also total flexibel. Ich habe auch noch eine Frage. Ja, gern. Gibt es ein RSS-Feed oder sowas zu der Seite, den man abonnieren kann, damit Nee, man das es nicht habe mehr ich jetzt manuell checken nicht. muss? Ja, also Sie müssten tatsächlich alle paar Tage mal drauf gucken. Okay. Aber wenn was Wichtiges ist, dann würde ich also so einen bunten Kasten dann da draufsetzen. Aber so ein Feed habe ich jetzt nicht. Bin ich auch tatsächlich noch nie danach gefragt worden. Also Sie sind da jetzt echt die Premiere sozusagen. Finde ich aber cool, die Naja, Frage. bei Moodle kriegt man ja immer für jeden Mist eine E-Mail. Da muss man nicht immer in die Kurse Ja. einzeln reinschauen, deswegen. Nee, sowas habe ich jetzt tatsächlich nicht. Aber wie gesagt, wenn es Änderungen gibt, dann sind es meistens so Informationen. Die stehen dann ganz prominent da als bunter Kasten oder halt im Stunden, also in diesem Semesterplan, den aktualisiere ich immer, dass Sie also sehen, was haben wir in welcher Stunde besprochen.
in welcher Woche besprochen und dass sie also wissen, was kommt in der nächsten Woche dann auch dran. Okay. Ja, zur Ausrichtung, zur thematischen Ausrichtung des Moduls. Also bevor ich das Modul übernommen habe, gab es also zwei separate Module, einmal Betriebssysteme und Rechnernetze, so wie es in der Informatik heute ja immer noch ist. Und das wurde dann zusammengeflanscht zu einem 4-SWS-Modul. Und um einfach Platz zu schaffen im Regelstudienplan für eine andere Veranstaltung. Und als ich das Modul dann übernommen habe, war die Frage, was jetzt tun? Also es hätte ja jetzt keinen Sinn gemacht, jede zweite Folie zu streichen oder so. Man muss ja dann also Themengebiete rausschmeißen, um aus zwei Vorlesungen quasi eine zu machen. Und dabei habe ich dann immer überlegt, was könnte Ihnen hilfreich sein, was könnte Ihnen nützen, vor allem im zweiten Semester. Und so ist es dann also gekommen, dass die Gewichtung von Betriebssystemen ein bisschen höher ist wie die Gewichtung jetzt von den Rechnernetzen, weil ob sie jetzt sehr netzwerkfokussiert irgendwann mal arbeiten, das weiß ich nicht, aber ich bin mir sicher, sie werden irgendwas mit Computern und Betriebssystemen machen und da ist jetzt also ein grundlegendes Verständnis von den Zusammenhängen der Hard- und Software, das ist dann schon sehr hilfreich, denke ich. Also wir reden da ja auch über so Themen wie Prozesse, wie sind Prozesse aufgebaut und so. Und das können Sie dann auch für viele Dinge gut gebrauchen. Das ist einfach der Grund. Zur Literatur kann ich Ihnen noch sagen, also es gibt unglaublich viele Bücher natürlich zum Thema Betriebssysteme. Es ist ja schon ein älteres Gebiet aus der Informatik. Und zwei Bücher sind von mir. Einmal dieses deutschsprachige Betriebssysteme-Buch und einmal noch das bilinguale Buch. Das ist zweispaltig und da ist dann eine Spalte Deutsch und eine Spalte Englisch. Inhaltlich sind die aber 100% gleich und die Vorlesungsunterlagen, die sind also komplett darauf basierend. Das heißt also, erstens brauchen Sie keines dieser Bücher, Sie brauchen also gar kein weiteres Buch, wenn Sie einfach nur das Modul jetzt bestehen wollen. Die Vorlesungsunterlagen sind da absolut ausreichend. Da kommt sonst nichts weiter in dem Werkstück B dann dran. Und wenn Sie gerne eines dieser Bücher hätten, da kommen Sie also kostenneutral dran. Einfach über das Intranet auf die Bibliothek unserer Hochschule gehen. Und da können Sie die dann als PDF runterladen. Wie gesagt, es ist nicht zwingend notwendig, nur wenn Sie einfach noch ein bisschen mehr über diese Themen lesen wollen, weil Sie sich vielleicht dafür interessieren, dann kann ich es Ihnen empfehlen, laden Sie sich das runter. Ja, zu jedem Foliensatz, also zu jedem Thema, habe ich immer Lernziele am Anfang. Diese Lernziele, die sollen Ihnen quasi helfen, zu reflektieren, was ist da jetzt der Inhalt und ob Sie das dann auch selber verstanden haben, ob das für Sie Sinn macht und dass Sie auch wissen, wofür das im Prinzip jetzt gut war, dieser Foliensatz. Und jetzt in diesem ersten Foliensatz, da geht es natürlich um die organisatorischen Dinge und inhaltlich sprechen wir dann jetzt aber heute noch einmal über das Grundsätzliche, also was sind Betriebssysteme und was vielleicht ganz interessant ist für Sie, wie hat die Entwicklung der Hardware, also der Rechnersysteme, die Entwicklung der Betriebssysteme beeinflusst? Und das führt uns dann zu dieser chronologischen Entwicklung der verschiedenen Betriebssystemarten. Das ergibt dann auch in gewisser Weise Sinn, wenn man sich so diese verschiedenen Generationen der Rechnernetze mal kurz anschaut. Das werden wir also wirklich kurz machen. Danach schauen wir uns die Kernfunktionalitäten der Betriebssysteme ganz knapp an. Also wir benennen sie im Prinzip und das ist dann so das Fundament für die nächsten Wochen, wo wir uns die Betriebssysteme dann etwas intensiver anschauen. Ja, und schlussendlich haben wir dann noch den Aufbau der Betriebssysteme so in der Makroperspektive. Also wir schauen so ein bisschen von außen drauf und versuchen das so ein bisschen zu untergliedern. Auch das werden wir ein bisschen mehr vertiefen die nächsten Wochen. Und am Ende habe ich dann noch ein paar ganz interessante Beispielgeschichten oder Beispielszenarien,
Und wie gesagt, zu jedem Foliensatz gibt es also ein eigenes Übungsblatt und das ist dann also das Übungsblatt 1. Und da werden die relevanten Inhalte dann nochmal wiederholt und vertieft. Ja, bevor wir also hier jetzt richtig einsteigen, gucken wir uns mal das große Ganze an. Ich mache so ganz kleine Studien- und Karriereberatung jetzt kurz mal für Sie. Wo liegt Ihre Zukunft? Ja, das finde ich ganz interessant. Also schauen wir erstmal an, wo liegen denn überhaupt die Betriebssysteme in der Informatik? Die meisten von Ihnen können sich es vielleicht denken. Die Betriebssysteme, die liegen hier in der praktischen Informatik und auch so ein klein bisschen noch in der technischen Informatik. Wenn wir uns jetzt mal hier so diese Kästen, wenn wir die mal so ein bisschen mit Leben füllen, also diese vier Kästen, das sind so die vier großen Teilgebiete der Informatik. Das ist ja einmal die Mathematik, dann die theoretische Informatik und dann noch die praktische und die technische Informatik. Und bei jedem Hochschulstudium, was irgendwas mit Informatik zu tun hat, da gibt es dann immer noch ein Nebenfach. In Ihrem Fall ist dieses Nebenfach jetzt deutlich stärker ausgeprägt, ist also ein gleichberechtigtes Hauptfach sozusagen. Das ist dann also bei Ihnen halt BWL, VWL oder halt die E-Technik. Ich habe hier mal einige sinnvolle Modulnamen reingeschrieben und ich denke, das ist Ihnen auch klar, was da in die jeweiligen Teilgebiete so verortet ist. Und es gibt immer mal wieder die Frage, warum ist so ein Fach wie Betriebssysteme jetzt überhaupt wichtig? Ja, also warum sollten Sie das, warum sollten Sie das wirklich ernst nehmen? Und da geht es jetzt darum, wo liegt Ihre Zukunft? Ja, also was werden Sie in Zukunft karrieremäßig so machen? Wo liegt Ihre berufliche Zukunft? Und wenn wir uns jetzt mal so diese Gebiete anschauen, dann sehen wir, also in der Informatik, da haben wir ja einmal die Mathematik. Ich glaube eher nicht, dass da Ihre berufliche Zukunft liegt. Wenn Sie das also schwerpunktmäßig machen wollten, dann würden Sie ja eher Mathe an der Uni studieren. Theoretische Informatik glaube ich eher auch nicht, dass für einen signifikanten Anteil von Ihnen da die berufliche Zukunft ist. Erstens gibt es da nur sehr wenige Jobs. Und zweitens würden Sie dann auch eher Informatik an der Uni studieren und dann theoretische Informatik vertiefen gegen Ende Ihres Studiums. Und das haben also zu meiner Zeit wirklich die allerwenigsten gemacht. Und ich glaube, auch heute sind es nicht mehr. Das heißt, der Löwenanteil der Absolventen, der findet sich also später dann in der praktischen und in der technischen Informatik wieder. Und bei der technischen Informatik ist es so, da gibt es viel weniger Jobs als in der praktischen Informatik. Also da haben wir zum Beispiel die eingebetteten Systeme, da haben wir die Robotik, da haben wir Hardware-Design. Viele dieser Themen werden nicht unbedingt so in Europa bearbeitet. Viele dieser Themen, die werden eher in Asien bearbeitet, vor allem so das Hardware-Design, Hardware-Entwicklung und diese anderen Gebiete, da gibt es auch ehrlich gesagt nicht so viele Jobs. Ja, und in der praktischen Informatik, das ist also fast schon wie so ein schwarzes Loch, ja, also da werden die Leute meistens so eingesogen, alles, was mit Softwareentwicklung zu tun hat oder mit Administrationsaufgaben, auch das Consulting zum großen Teil, das findet sich also hier. Und Sie sehen also die Betriebssysteme und dann auch der zweite Teil unseres Moduls, die Computernetze, das ist also hier zum allergrößten Teil in der praktischen Informatik angesiedelt. Ja, also Sie sind karrieretechnisch hier auf der richtigen Seite, könnte man sagen. Und schauen wir mal, was Sie da jetzt erwartet. Also was sind die Schwerpunktthemen im Fach Betriebssysteme oder im Schwerpunkt Betriebssysteme? Was machen Betriebssysteme primär? Und wir sehen hier einmal, eine der Kernaufgaben der Betriebssysteme ist die Prozessverwaltung. Bei der Prozessverwaltung haben wir einmal die Abbildung der Prozesse, also wie sieht so ein Prozess datentypmäßig aus, ja? Wie wird der abgebildet?
softwaremäßig. Dann haben wir das Scheduling, also die automatische Ablaufplan-Generierung der Prozesse anhand von Scheduling-Verfahren oder Scheduling-Algorithmen. Da werden wir uns einige anschauen. Wir haben einmal die Interprozesskommunikation. Das ist einmal die zeitliche Synchronisation und dann der Nachrichtenaustausch, also die Kommunikation und einmal die gemeinsame Nutzung von Ressourcen, das ist dann die Kooperation. Und das ist auch ein großes Thema jetzt in den Betriebssystemen. Dann neben der Prozessverwaltung haben wir die Benutzerverwaltung. Das ist so vielleicht der einfachste Teil. Die Benutzer, die müssen auch natürlich abgebildet werden im Betriebssystem. Das ist jetzt nicht unbedingt Rocket Science, also, aber das muss man mal erwähnt haben. Dann haben wir die Datenverwaltung. Das ist ein ganz großes Thema. Einmal haben wir hier Hauptspeicherverwaltung und wir haben die persistenten Datenträger, die Speichermedien. Und dafür brauchen wir ja dann Dateisysteme. Ja, das werden wir uns alles intensiv angucken. Und als letztes großes Thema, letzte große Hauptaufgabe der Betriebssysteme haben wir die Hardwareverwaltung. Und das ist der Teil, wo ich am meisten gekürzt habe. Bei Betriebssystemen und Rechnernetze. Irgendwo musste ich ja Themen rausschmeißen. Also ich werde Ihnen jetzt nicht im Detail erklären, wie die CPU funktioniert und die Festplatten und die Flash-Speicher. Das ist quasi rausgeflogen. Ja, wenn ich meine Sache richtig mache über das Semester und Sie ein bisschen motivieren kann, sich das alles anzuschauen, dann sollten Sie am Ende des Semesters, was das Thema Betriebssysteme angeht, die Kernfunktionalitäten der Betriebssysteme kennen. Sie sollten die also benennen können. Sie sollten die grundsätzliche Arbeitsweise verstanden haben und erklären können. Und Sie sollten auch, das ist mir auch sehr wichtig, Sie sollten grundlegende Kenntnisse im Umgang mit dem Betriebssystem Linux gewonnen haben, wenn Sie die nicht schon haben. Und Sie sollten auch grundlegende Kenntnisse in der Shell-Programmierung gewonnen haben. Die Shell ist ein sehr mächtiges Werkzeug, der Shell-Interpreter, Kommandozeilen-Interpreter. Damit können Sie viele Routineaufgaben automatisieren und sehr gut mit Ihrer Maschine arbeiten. Und das sollten Sie drauf haben. Ja, hier der prinzipielle Aufbau eines Betriebssystems. Das ist so wirklich die einfachstmögliche Darstellung, würde ich sagen. Also so richtig die Makroperspektive, also von nicht die Mikroperspektive, dass man reinguckt, sondern so von weit weg, von verhältnismäßig weit weg gucken. Da sehen wir also hier einen dreischichtigen Aufbau. Und wir sehen, oh Wunder, die Betriebssysteme befinden sich zwischen der Hardware. Das ist natürlich die fundamentalste Schicht, ganz unten, und oben drüber, da haben wir dann also die Benutzerprozesse, also die Anwendungen, mit denen wir täglich so arbeiten, und die Betriebssysteme, die sollen also Dienstleistungen, die sollen Services bereitstellen, dass also die Benutzerprozesse arbeiten können. Die Betriebssysteme müssen auch eigene Prozesse bereitstellen, die Systemprozesse, und Sie müssen uns und unseren Anwendungen ermöglichen, die Hardware zu verwalten, und die Betriebssysteme müssen die Hardware zugreifbar machen. Ich habe hier so einen kleinen Klugscheißer-Begriff, Systemsoftware. Manchmal poppt der so auf in der Informatik. Die Betriebssysteme sind ein Teil der Systemsoftware. Manchmal hört man das oder liest man das, diesen Begriff. Systemsoftware ist im Prinzip alles, was Ihnen ermöglicht, Ihre Maschine und die Hardware zu nutzen und zu steuern. Was dazu alles gehört, ist so ein bisschen strittig. Also eindeutig natürlich Betriebssysteme und auch Kommandozeileninterpreter und diese ganzen Systemwerkzeuge. Häufig werden aber zum Beispiel auch Datenbankmanagementwerkzeuge dazu gezählt. Ja, ich habe es schon vorweggenommen, die Entwicklung der Betriebssysteme, die ist sehr stark getrieben gewesen von der Entwicklung der Hardware.
Das kann man also ganz schlecht voneinander trennen, weil immer dann, wenn die Hardware einen Entwicklungssprung gemacht hat, dann haben die Betriebssysteme auch einen logischen Entwicklungssprung gemacht. Ein Kollege, ich lese gerade, ein Kollege kommt nicht ins Meeting rein. Wenn dem so ist, dann muss er nur über seine FRA-URS-Adresse sich anmelden. Dann müsste es gehen. Genau. Genau, kommen wir zurück. Ja, also wir haben da die verschiedenen Generationen der Betriebssysteme und es ist eigentlich ganz sinnvoll, wenn man sich die mal ganz kurz anschaut und darüber dann auch die Entwicklung der Betriebssysteme einmal nachvollzieht, weil dann macht es auch einfach sehr Sinn, warum die Betriebssysteme sich so entwickelt haben, wie sie es halt getan haben und warum sie heute auch so sind, wie sie sind. Und die Unterteilung der verschiedenen Generationen der Hardware, also das ist nicht in Stein gemeißelt, da gibt es unterschiedliche Vorgehensweisen, aber so wie es jetzt hier auf der Folie dargestellt ist, so ist es ganz häufig, dass man also sieht, wir haben hier 5 Generationen und alles, was also davor stattgefunden hat, das waren also rein mechanische Rechner und da hatten wir natürlich keine Software und dementsprechend natürlich dann auch keine Betriebssysteme. Ja, die erste richtige Computergeneration, das haben Sie wahrscheinlich schon ein paar Mal gehört, das waren so die Maschinen vom Herrn Zuse und vom Herrn von Neumann. Wenn Sie jetzt Amerikaner wären, dann würden Sie sagen, der John von Neumann hat den Rechner erfunden. Der größte Teil der Welt ist aber doch der Auffassung, dass der Konrad Zuse den Computer erfunden hat, weil er halt einfach 3 Jahre vorher dran war. Man kann in die eine oder andere Richtung argumentieren, aber eins ist klar, was ist ein Computer? Ein Computer ist eine elektronische Rechenmaschine, die also gespeicherte Programme ausführen kann. Wir haben Programmstrukturen, wir haben zumindest mal bedingte Sprünge und wir haben eine Trennung von Speicher und Prozessor. Das ist so die Minimalanforderung. Die Rechner, die es davor gab, die waren dann also immer sehr stark fokussiert, nur auf eine Funktion, nur auf eine Aufgabe. Und es waren dann also keine universellen Rechenmaschinen. Ja, die Maschinen in dieser ersten Generation, die waren also extrem fehleranfällig und sehr groß und auch kostspielig. Und hier gab es also keinerlei Betriebssysteme und Programmiersprachen. Das ist also jetzt für unser Modul dann nicht so interessant. Trotzdem finde ich es schön, wenn man es mal richtig gesehen hat. Die Programmierung, die geschah dann also hardwaremäßig, indem also die Programmierer tatsächlich die Programme so gesteckt haben auf Felder oder es wurde halt richtig rein implementiert. Wir sehen hier einige bekannte Vertreter dieser ersten Generation. Wir sehen, das fängt also so kurz vor dem Zweiten Weltkrieg oder auch während dem Zweiten Weltkrieg dann an. Und wir sehen also diese bekannten ersten Vertreter dieser ersten Generation, die erfüllen alle mehr oder weniger die Anforderungen an einen universellen Computer, aber in der Regel nicht alle diese Anforderungen. Ja, also auch die ersten Maschinen vom Herrn Zuse, muss man sagen, die hatten zum Beispiel keine bedingten Sprünge. Und das waren also keine elektronischen Maschinen, sondern die haben mechanisch gearbeitet. Aber immerhin schon mal mit Gleitkomma-Zahlendarstellung und mit binärer Codierung. Es gab sogar Maschinen mit Dezimalkodierung. Wenn Sie das schräg finden, ich finde es auch schräg, und Sie wollen gern mehr darüber wissen, dann empfehle ich Ihnen hier diesen Link. Ja, hier sehen wir ein Bild von einer der ersten Maschinen. Das ist jetzt so ein Zuse Z3. Im Deutschen Museum in München steht so einer. Und da sehen Sie, also das war damals noch keine Mainstream-Technologie. Das war alles pure Handarbeit. Und da wurden also die Telefonrelais in Reihe geschaltet. Ganz interessant, aber immerhin schon mit Dualsystem. Ja, oder hier dann auf der anderen Seite des Atlantiks, da sehen wir dann der ENIAC. Das war dann also in Amerika der erste
richtige Computer. Und wir sehen auch hier eine sehr umfangreiche Maschine. Wir sehen hier auf Rollen diese Steckfelder. Und hier werden also die Programme auch direkt in die Maschine implementiert, direkt gesteckt. Und Sie haben das vielleicht schon mal gehört, der ENIAC, der basierte ja auf früheren Technologie, war also, was das angeht, schon ein bisschen moderner eigentlich wie der Zuse-Rechner. Aber diese Röhren, die waren halt auch sehr fehleranfällig. Und wenn man dann ein fehlerhaftes Rechenergebnis hatte, dann musste man also in der Regel die fehlerhafte Röhre erstmal suchen. Und Sie sehen hier also dieser junge Herr hier, der muss also die Röhren untersuchen. Das waren also ziemlich viele. Und Sie kennen ja auch die Geschichte mit dem ersten Bug, wo dann also so eine Röhre durchgebrannt ist wegen einer Motte. Ja, Sie sehen in der zweiten Generation, da wird es dann jetzt schon ein bisschen moderner, minimal. Wir sehen jetzt hier also, die Programme werden nicht mehr in Steckfelder implementiert, sondern auf Lochkarten gespeichert. Sie sehen also diese Damen hier, die tippen also den Quellcode in so eine Art Schreibmaschine und es kommt dann aber kein Papier oben raus, sondern also gestanzte Lochkarten. Und Sie sehen, das ist jetzt schon mal alles viel mehr professionalisiert. Wir haben dann auch in den 50ern die Transistortechnologie, also das war natürlich schon ein großer Sprung gegenüber den Röhren. Und was auch sehr wichtig ist, jetzt haben wir wirklich Programme. Ja, also jetzt haben wir Fortran und COBOL als Programmiersprachen. Wir haben, ja, man kann sagen, eine etwas modernere Form der Datenspeicherung mit den Lochkarten. Und das funktioniert so, dass man also die Programme als Stapel, als Batch im Rechenzentrum abgegeben hat. Und jede Lochkarte ist also eine Zeile Quellcode. Und das wurde dann also vom Operator in die Maschine gegeben. Die Reihenfolge der Programme wurde also definiert, je nach Wichtigkeit oder Beliebtheit der Softwareentwickler, wurde also dieser Schedule dann definiert, damals noch manuell. Und dann wurde also die Maschine bestückt mit einem Magnetband, wo der Compiler drauf war. Und am Ende gab es dann also einen Ausdruck mit dem Rechenergebnis oder vielleicht stand da auch nur Error oder End of File. Und dann wusste man, es war alles für die Katz. Ja. Das heißt also, damals war dann also fehlerfreies Programmieren noch sehr viel wichtiger wie heute, wo wir also gefühlt alle 10 Sekunden manchmal auf Compile klicken. Ja, diese Arbeitsweise, die war natürlich damals noch sehr ineffizient aus heutiger Sicht. Und man hat dann über die Jahre und Jahrzehnte immer weiter versucht, das zu optimieren. Und die naheliegendste Optimierung war dann damals erstmal, man sammelt die Lochkarten und speichert die also auf Magnetband, um die dann in einem Rutsch einlesen zu können. Und Sie sehen also, das hat sich dann immer weiter professionalisiert. Wenn Sie mal so alte James-Bond-Filme aus den 60er Jahren gucken und dann sehen Sie manchmal bei im Hauptquartier der Bösewichte im ausgehöhlten Vulkan, da sehen Sie hinten so große Räder drehen, also mit Magnetbändern. Da kommt Ihnen jetzt, wird Ihnen jetzt klar, was das bedeutet, ja, aus welcher Zeit es dann ist. Wir haben hier jetzt die ersten Betriebssysteme. Ja? Wir haben hier Stapelverarbeitungsbetriebssysteme. Und warum haben wir die? Man will einfach die verfügbare Rechenzeit, die Prozessorzeit, die will man möglichst vollständig ausnutzen. Man will also die teure Maschine am besten durchweg arbeiten lassen. Und was ist da für Voraussetzung gewesen? Also erstmal muss natürlich jedes Programm mit allen Eingabedaten vollständig vorliegen. Ja, also man kann hier jetzt nicht interaktiv noch was verändern oder Eingabedaten dann zum Programm dazugeben, sondern das muss dann alles auf dem Magnetband sozusagen schon vorliegen. Stapelbetrieb haben wir heute noch. Natürlich jetzt nicht mehr mit so riesigen Magnetbandtafeln, sondern dann natürlich rein softwaremäßig, zum Beispiel in Form von Shell-Skripten oder auch in großen verteilten Systemen, beim verteilten Rechnen. Generell alles, was mit Routineaufgaben oder interaktionsloser Berechnung zu tun hat, dafür ist Stapelbetrieb sehr gut geeignet.
Ja, hier sehen wir nochmal die Beschleunigung durch die Automatisierung. Was ist damit gemeint? Wir sehen hier einmal bei dem oberen Teil der Abbildung, wir sehen also zwei Benutzer hier und wir sehen unsere Zeitachse, wir sehen Benutzer X und Benutzer Y und wir sehen also hier diese grauen, dunkelgrauen Kästen, das ist also Zeit, wo die CPU wirklich rechnet, wo die Maschine arbeitet und wir sehen also vor und nach jeder Rechenaufgabe, nach jeder Programmausführung, da haben wir also einmal Zeit für die Ein- und die Ausgabe. Das ist schon mal nicht optimal. Und dann haben wir hier auch noch Zeit für den Benutzerwechsel. Das ist also ganz klassisch. Ja, eine Person steht auf, verlässt den Arbeitsplatz, übergibt die Maschine an den nächsten Anwender. Und das ist einfach Zeit, die verloren geht. Und hier beim Stapelbetrieb, da haben wir also jetzt eine Automatisierung, dass das also gesammelt wird und in einem Rutsch dann abgearbeitet wird. Das heißt also, diese Zeit, diese ungenutzte Rechenzeit für den Benutzerwechsel, die wird jetzt hier schon mal eingespart. Ja, wir haben eine Beschleunigung durch Automatisierung, aber wie schon vorweggenommen, es ist immer noch nicht optimal, weil wir haben hier immer noch Lücken, also ungenutzte Rechenzeit, potenzielle Rechenzeit wegen der Ein- und der Ausgabe. Und klar, auch das Problem hat man dann angegangen, indem man diese Aufgaben, Ein- und Ausgabe sind ja einfach niederwertige Rechenaufgaben, könnte man ja sagen, die hat man dann ausgelagert. Und das war dann in den 60er Jahren noch richtig physisch greifbar. Da hat man dann also zusätzliche Maschinen beschafft, sogenannte Vor- und Nachrechner, also eigene Computer nur zum Einlesen der Programme und der Eingabedaten. Und diese Vorrechner, die haben dann also die Eingabedaten und die Programme auf Band geschrieben und diese Eingabebänder wurden dann zusammen mit dem Compilerband in die eigentliche Maschine, in den Mainframe, in den Großrechner geladen. Und als Rechenergebnis gab es dann also ein Ausgabeband und dieses Ausgabeband wurde dann auf einem eigenen Rechner, auf einem Nachrechner ausgedruckt. Das klingt jetzt erstmal krass, ja, aber Sie müssen sich das vorstellen, wenn Sie jetzt so einen Großrechner haben, der mehrere Millionen kostet, da will man natürlich jede verfügbare Minute sinnvoll nutzen und diese Vor- und Nachrechner, die waren halt sehr viel preisgünstiger und da hat es dann schon Sinn gemacht. Diese Vorgehensweise heißt in der Informatik Spooling. Ja, Spooling heißt, wir haben zusätzliche Hardware zur Entlastung unseres Hauptprozessors. Spooling haben wir heute noch. Einmal in Hardware und aber auch einmal in Software. Wir haben heute in jedem PC, in jedem Server, in jedem Computer ein Ausgabeprozessoren, die also DMA realisieren. Diese DMA-Chips oder DMA-Prozessoren sind in den letzten Jahren immer häufiger oder immer mehr in die CPU wieder reingewandert, sind aber natürlich immer noch separate, sind immer noch eigene Einheiten dann in den CPUs. Häufig hat man auch noch auf Steckkarten sowas. Und diese DMA-Chips, die können also Ein- und Ausgabedaten direkt von der Peripherie in den Hauptspeicher reinschreiben oder dann auch vom Hauptspeicher wieder ausgeben, ohne dass die CPU da jetzt irgendwas dann noch zusätzlich machen muss und vor allem ohne dass die CPU auf das Ergebnis warten muss. Ja, das geschieht dann also nebenläufig zu den anderen Aufträgen. Ja, und softwaremäßig haben wir auch noch Spooling. Das beste Beispiel ist also der Spooling-Prozess, der Ihnen die Druckjobs abnimmt. Ja, wenn Sie jetzt zum Beispiel ein Dokument schreiben, zum Beispiel mit Word oder irgendeinem anderen Werkzeug und Sie klicken auf Drucken, dann wollen Sie ja nicht, dass Ihr Prozess, Ihr Programm eingefroren ist, bis der Drucker sagt, okay, ich habe es ausgedruckt, sondern dieser Druckjob, der wird dann also ans Betriebssystem übergeben und konkret dann an einen Spooling-Prozess. Und der Spooling-Prozess, der kümmert sich um die Interaktion mit dem Drucker und der meldet Ihnen dann auch irgendwann zurück, okay,
ich habe das jetzt ausgedruckt. Und der kümmert sich auch um die Reihenfolge der Druckjobs. Das ist jetzt also so ein Beispiel und da passt ja dann auch der Name ganz gut. Ja, Stapelverarbeitung, habe ich schon gesagt, die ist üblicherweise interaktionslos. Das ist heute nicht mehr in Stein gemeißelt. Also wenn Sie jetzt ein Shell-Skript haben, da können Sie natürlich das auch mit Interaktion machen. Aber wenn es jetzt für Routineaufgaben ist, dann ist es natürlich interaktionslos. Dann wollen Sie es ja vielleicht auch nachts regelmäßig ausführen lassen, automatisch oder zu irgendwelchen Zeiten, wo keiner an der Maschine sitzt. Und jetzt auch bei den verteilten Systemen, ja, das Distributed Computing, da haben wir auch in der Regel interaktionslose Stapelverarbeitung, interaktionslose Batch-Programme. Ja, in der zweiten Generation, da haben wir also diese Stapelverarbeitungsbetriebssysteme und die haben ausschließlich Einzelprogrammbetrieb implementiert. Das ist das sogenannte Single Tasking. Das ist auch ein Begriff, den sollten Sie sich merken. Vor allem die Steigerung davon, das, was wir dann später hatten, das Multitasking, das, was wir heute hatten. In Folie 26 schauen wir es uns dann auch nochmal an. Ja, wie es der Name schon sagt, Single Tasking heißt, wir können immer nur einen Prozess oder ein Programm zu jeder Zeit ausführen. Und um jetzt also ein anderes Programm zu starten, um einen anderen Prozess zu erstellen, muss also der vorige Prozess beendet sein, entweder erfolgreich oder man muss ihn manuell entfernen. Schauen wir uns mal einige Betriebssysteme aus dieser Generation an. Sie werden wahrscheinlich sehen, dass Sie diese Begriffe noch nie gesehen haben und die sind also, die gibt es heute natürlich nicht mehr, vielleicht noch in irgendeinem Computermuseum. Mit denen haben wir natürlich heute nichts mehr zu tun. Ja, wenigstens einmal wollte ich Ihnen auch ein Bild von so einer Lochkarte zeigen. Ja, in der Live-Situation an unserer Hochschule hätte ich es Ihnen natürlich hochgehalten oder hätte ich auch mal ein paar Lochkarten durch die Reihen geben lassen. Diese Lochkarten sind immer noch heutzutage sehr nützlich als Buchzeichen, ja, oder wenn man sich Notizen machen will. In vielen Firmen findet man in irgendeiner Ecke im Rechenzentrum noch stapelweise Lochkarten, weil die damals also palettenweise im Voraus bestellt wurden und irgendwann hat man sie halt nicht mehr gebraucht. Ganz interessant finde ich, dass so eine Lochkarte, also die Größe hier jetzt, die ist etwa maßstabsgetreu in etwa, so eine Lochkarte, die ist gut genug, um eine Zeile Quellcode abzuspeichern. Also eine Zeile mit maximal 80 Zeichen. Wir sehen hier auch 80 Spalten in der Lochkarte und jede Spalte, die hat 12 Zeilen und die Zeilen, die sind dann also zur Codierung der Zahlen und Buchstaben und Sonderzeichen werden die verwendet. Und die Zahlen, die werden also einfach ganz normal codiert die Sonderzeichen, die Buchstaben werden dann mithilfe der Spalten 11 und 12 noch zusätzlich dann codiert. Wenn Sie sich manchmal schon gefragt haben, warum bei vielen Texteditoren und E-Mail-Programmen und dergleichen 80 Zeichen, also auch in der Kommandozeilenaufforderung, ja, in der Shell, ist 80 Zeichen so ein Standard für die Fensterbreite oder Textbreite. Wenn Sie sich gefragt haben, wo dieser Standard herkommt, das kommt tatsächlich noch aus der Zeit der Lochkarten. Ja. Also daher kommt dieser 80 Zeichen Textumbruchstandard. Ja, springen wir gleich zur nächsten Generation, da wird es ein bisschen interessanter, die dritte Generation in den 60er, 70er, 80er Jahren. Da haben wir jetzt integrierte Schaltung, Halbleiter in integrierter Form, richtige Chips und das heißt einfach, die Rechner werden kleiner und leistungsfähiger und vor allem auch sehr viel preiswerter und wir haben jetzt hier einige Entwicklungen, die einfach sinnvoll waren, zum Beispiel, dass man mehrere Prozesse haben kann. Ja, das ist jetzt das Multitasking. Also wir haben mehrere Programme, mehrere Prozesse, die nebenläufig abgearbeitet werden können. Blöde Frage, wie viele Prozesse kann man denn überhaupt gleichzeitig abarbeiten? Kommt jemand auf die Antwort? Haben Sie eine Idee?
wie viele Prozesse kann man jetzt wirklich hundertprozentig gleichzeitig nebeneinander laufen lassen? Ein, zwei, drei. Gut geraten. Oder? Ein, oder? Es hängt von der Anzahl der CPUs ab. Ja? Oder heute würde man sagen, Anzahl der CPU-Kerne. Also Sie können immer so viele gleichzeitig laufen haben, wie Sie Kerne oder CPUs haben. Und weil Sie ja meistens viel mehr Prozesse erstellt haben, damals auch schon und heute auch, als Sie Kerne haben, ist es so, die Prozesse müssen also sich abwechseln. Und zwar müssen sich sehr schnell abwechseln beim Multitasking, so schnell, dass es Ihnen nicht störend auffällt. Ja, das ist also so das Wesen des Multitasking, dass wir diesen schnellen Wechsel zwischen den Prozessen haben. Da hängt dann ganz viel mit dran. Das werden wir in der Prozessverwaltung sehen. Und was auch in dieser Generation kam, notwendigerweise Speicherverwaltung. Ja, wenn wir nicht nur einen Prozess haben, dann müssen wir ja den Speicher irgendwie separieren und den einzelnen Prozessen dann auch zuordnen, sodass die also nicht versehentlich oder boshaft gegenseitig sich den Speicher überschreiben. Ja, wir haben jetzt auch eine andere Arbeitsweise, die hier entwickelt wurde, damals in den 70ern. Das ist der sogenannte Dialogbetrieb, heißt er auf Deutsch eigentlich. Im Englischen heißt er eigentlich immer Timesharing. Und in ganz alten Informatikbüchern steht dann auch manchmal Zeitteilbetrieb. Aber ja, Dialogbetrieb oder Timesharing, das ist so das Gängige. Und die Terminals, an denen die Leute arbeiten, die hießen dann früher auch häufig Dialogstationen, und der Raum, wo sie standen, das kenne ich sogar noch von der Uni von früher, das waren dann die Dialogstation-Räume oder Dialogräume. Ja, und im Prinzip jede ihrer Maschinen, vor denen sie sitzen, jeder Rechner, den sie haben, ist also so eine Art Dialogstation, wenn sie auch noch mit einem Server zusammenarbeiten. Ja, Multitasking mit mehreren Benutzern heißt schon mal, jeder Benutzer hat mindestens einen Prozess, also der Benutzerprozess zum Anmelden und dann also noch entsprechend Prozesse für Programme, die gestartet werden. Ja, hardwaremäßig hat sich damals viel getan, also durch diese Mikroprozessoren und dadurch, dass die Maschinen halt kleiner und billiger und gängiger wurden dadurch auch, haben wir jetzt also richtige Heimcomputer, also abgespeckte PCs und dann auch die richtigen IBM-kompatiblen PCs. Und da gibt es jetzt einige Betriebssysteme, die uns vom Namen her vielleicht schon mal dem einen oder anderen ein bisschen was sagen. Wir haben jetzt hier zum Beispiel auch den Vorgänger von Unix. Ja. Wir haben erste DOS-artige Betriebssysteme. Also wir haben sozusagen die Eltern und Großeltern unserer heutigen Betriebssysteme jetzt hier. Ja, einige dieser Namen, OS 360, also sowas findet man da zum Beispiel manchmal noch im Mainframe-Bereich und so. Aber wir haben, ja, wie gesagt, die Vorgänger unserer heutigen Betriebssysteme haben wir jetzt hier. Ja, hier nochmal ein ganz einfaches Bild zum Dialogbetrieb, zum Timesharing. Wir haben hier also mehrere Endgeräte, jetzt in dem Fall dann vielleicht leichtgewichtige Terminals oder vielleicht auch PCs, die also mit einem Zentralrechner, mit einem Mainframe zusammenarbeiten. Heute würde man einfach sagen mit einem Server. Und die Prozesse, die laufen also alle hier auf diesem zentralen Rechner, auf dem Mainframe. Und diese Dialogstationen, die waren damals einfach nur Anzeigegeräte, könnte man sagen. Ja, also die waren wirklich nur Terminals oder haben also so eine grafische X-Oberfläche geboten. Aber die ganze Rechenlast fand also auf der zentralen Maschine statt. Und da mussten dann also vom Betriebssystem die ganzen Prozesse natürlich in eine logische Ausführungsreihenfolge gebracht werden. Das ist dann also das Scheduling anhand von einem Scheduling-Algorithmus. Ja, die Benutzer, die arbeiten also gleichzeitig. Aber wir haben ja schon gesagt, meistens gibt es nicht so viele CPUs oder CPU-Kerne. Das heißt, die arbeiten also konkurrierend. Die müssen sich die verfügbaren Ressourcen hier auf der Maschine teilen. Und das soll natürlich fair geschehen. Und es soll auch so geschehen, dass die Benutzer es am besten gar nicht merken. Ja, also diese Verteilung der Zeitscheiben, die ist nicht trivial. Da gibt es ganz unterschiedliche Vorgehensweisen. Da werden wir uns auch einige anschauen im Laufe des Semesters. Und
diese interaktive Arbeitsweise mit der Maschine im Mehrbenutzerbetrieb, das ist also ja heute noch Stand der Technik. Ja, und der Mehrprogrammbetrieb, also die quasi parallele Programmausführung, weil quasi parallel, wir haben ja nicht so viele CPU-Kerne oder CPUs, wie wir Prozesse haben, also nur quasi parallel, nicht voll parallel, das ist natürlich auch heute Stand der Technik. Und wir wollen die Antwortzeit minimieren. Also wir wollen, dass die Maschine sofort reagiert, wenn wir was tun. Wir wollen keine hohe Latenz haben. Und wir wollen, dass sich das also alles flüssig anfühlt. Ja. Ah, und das hier ist auch noch sehr wichtig. Wir wollen, dass die Programme und die Benutzer natürlich unabhängig voneinander bleiben. Ja. Einmal gegen fehlerhafte Bedienung und fehlerhafte Prozesse, aber auch gegen Boshaftigkeit natürlich. Ja, und diese dritte Generation, die hat also aus Sicht der Betriebssysteme sehr, sehr viele Themen hervorgebracht, die jetzt einfach dann Sinn machen und notwendig sind. Und das ist so ein bisschen jetzt auch unser Fahrplan, unsere Roadmap für die nächsten Wochen, weil diese grundlegenden Konzepte der Betriebssysteme, die jetzt hier realisiert wurden damals, die schauen wir uns dann an, auch natürlich, wie es dann heute gemacht wird. Das ist einmal der Speicherschutz, also wie kann der Hauptspeicher, der Arbeitsspeicher aufgeteilt werden, sodass wir mehrere Prozesse gleichzeitig haben, aber doch voneinander getrennt. Es muss ja möglichst sicher sein, zuverlässig. Es darf aber auch nicht allzu viel Overhead verursachen, allzu viel Verwaltungsaufwand. Das schauen wir uns in Foliensatz 2 an. Dann haben wir die Dateisysteme für den Zugriff auf den persistenten Speicher, die Datenträger. Wir schauen uns die Entwicklung der Dateisysteme an, also diese verschiedenen Generationen, einfach um die verschiedenen Realisierungsmöglichkeiten zu verstehen. Und wir schauen uns natürlich auch an, wie die Dateisysteme funktionieren, die Sie heute verwenden. Das ist dann Foliensatz 3. In Foliensatz 4 schauen wir uns das Swapping an. Swapping ist das Ein- und Auslagern von Prozessen vom Hauptspeicher in den Auslagerungsspeicher und zurück. Der Hintergedanke ist, wir haben vielleicht viele Benutzer und wir haben viele Prozesse und der Hauptspeicher, der reicht uns sowieso bei intensiver Nutzung nicht aus. Das heißt, wir haben entweder die Möglichkeit zu sagen, der Hauptspeicher ist voll, ja, wir können jetzt keinen weiteren Prozess starten, das wäre aber blöd. Besser ist, man erweitert den Hauptspeicher um einen Auslagerungsspeicher. Der findet sich dann im Idealfall auf einer Solid-State-Disk, also auf Flash-Speicher oder klassischerweise auch auf Festplatten. Und um den Auslagerungsspeicher, erweiterten Hauptspeicher, da kann man also Prozesse ein- und auslagern. Das macht das Betriebssystem automatisch. Performancemäßig ist es natürlich furchtbar, aber immer noch besser, als wenn die Maschine stehen bleibt oder sie keinen Prozess mehr starten kann. Und im fünften Foliensatz, da schauen wir uns das Scheduling an. Also da geht es wieder um die Prozessverwaltung. Hier geht es dann unter anderem um die Fragen, wie wird der Ablaufplan der Prozesse vom Betriebssystem erstellt? Wie wird es berechnet, der Schedule? Da gibt es unterschiedliche Vorgehensweisen. Wir gucken uns natürlich auch an, wie es heutzutage gemacht wird. Ist ein ganz interessantes Thema. Ja, und in der vierten Generation, da wurde es dann eigentlich ein bisschen langweilig, könnte man sagen, auch wenn das jetzt so die Generation ist, wo ich mit den PCs angefangen habe. Eigentlich haben wir hier keine richtig revolutionären Entwicklungen mehr, sondern mehr so evolutionäre Dinge. Also die integrierten Schaltkreise, die wurden einfach hochintegriert, ja, also die wurden einfach immer kleiner und preisgünstiger und leistungsfähiger. Dadurch haben wir jetzt natürlich Maschinen überall, also PCs und Server quasi auf jedem Schreibtisch und in jedem Unternehmen und in jedem Haushalt. Aber es wurde einfach ein bisschen intuitiver, ja, also es hat sich jetzt so entwicklungsmäßig gab es keine so wahnsinnig großen Sprünge. Dadurch, dass jetzt immer mehr Menschen also Rechner benutzen, seit dieser Generation wurden dann also die Benutzeroberflächen
hoffentlich besser, intuitiver, bunter, schöner. Es wurde immer mehr, sagen wir mal, professionalisiert. Und wir haben jetzt diese Betriebssysteme in der dritten Generation, die wir im Prinzip heute auch verwenden. Ja, also wir haben diese ältesten Vertreter natürlich jetzt nicht mehr, diese DOS-Systeme, aber das Linux zum Beispiel oder auch Windows, die älteren Windows-Versionen, die kommen aus dieser Zeit, auch macOS oder auch einige Vertreter, die es schon gar nicht mehr gibt, jetzt zum Beispiel wie OS 2, was ja kaum noch einer nimmt, oder BOS. Der modernste Vertreter ist hier vielleicht das Google Fuchsia. Das ist also auch eine Initiative für ein neues Betriebssystem, was Unix-artig ist, aber nicht auf Linux, auf dem Linux-Kernel basiert. Interessanter ist diese vierte Generation übrigens aus Sicht der Computernetze, finde ich, ja, weil hier also ganz viele Technologien entwickelt wurden, die wir heute täglich nutzen, Ethernet und WLAN zum Beispiel. Und die schauen wir uns ja dann aber auch in diesem Modul an, in den Foliensätzen 7 und 8. Können Sie vielleicht schon mal im Hinterkopf behalten, dass wir uns das dann auch im Laufe des Semesters natürlich anschauen. Ja, und letzte Generation, aktuelle Generation, die fünfte. Hier haben wir ganz viele Schlagworte, aber es ist einfach die Tatsache, dass die Dinge immer abstrakter werden. Also der Fokus ist jetzt immer weniger die Hardware, immer mehr die Anwendung. Wir sehen hier so Paradigmen wie das Netz ist der Computer, dass wir also immer mehr verlagern von unserem Personal Computer weg zu Netzwerkdiensten, die wir vielleicht auch gar nicht selbst betreiben. Wir haben die verteilten Systeme, wir haben Multicore-Prozessoren. Themen, die jetzt für uns hier in den Betriebssystemen relevant sind, die habe ich jetzt hier mal fett dargestellt. Also einmal Virtualisierung ist ein ganz wichtiges Betriebssystem, relevantes Thema in dieser aktuellsten Generation. Und natürlich auch die freie Software, der Open-Source-Gedanke und auch damit verbunden natürlich dann die Betriebssysteme und diese ganzen Ökosysteme an Werkzeugen zur Softwareentwicklung oder einfach zur Nutzung ihrer Maschinen. Ja, wir haben verschiedene Kommunikationstechnologien und Formen, Dienste und Services. Das ist Ihnen bekannt aus Ihrem täglichen Leben. Wir haben auch aktuelle Schlagworte wie künstliche Intelligenz, die es eigentlich schon länger gibt, aber die jetzt erst richtig nutzbar werden, weil die Hardware es halt hergibt. Aber das sind wirklich keine revolutionären Dinge, sondern das ist evolutionäre Weiterentwicklung, einfach weil die Maschinen einfach evolutionär besser werden und die Software natürlich auch serverless, genau, gehört einfach auch zu den verteilten Systemen, ist ein Teilgebiet der Cloud-Dienste, genauer ein Teilgebiet der Plattformdienste, Plattform as a Service. Ja, und was kommt dann danach? Schwer zu sagen. Schon seit ich ein Kind war, hieß es, bald kommen die Quantencomputer, jetzt werden meine Kinder schon immer größer und die Quantencomputer sind immer noch nicht richtig da, also zumindest noch nicht auf meinem Schreibtisch. Vielleicht wird das dann das dominierende Thema für die nächste Generation sein, das weiß ich aber nicht. Ja, so viel also dieser Schnelldurchlauf zur Geschichte der Informatik, Schwerpunkt Hardwareentwicklung und wie das die Betriebssystementwicklung beeinflusst hat. Und wie wir dahin gekommen sind, wo wir jetzt sind und warum auch diese Vorlesung dann so strukturiert ist, wie sie strukturiert ist. Ich weiß, es ist eigentlich kein schweres Gebiet, mehr so jetzt in der ersten Vorlesung, mehr so wie eine nette Geschichte. Haben Sie dazu eine Frage? Der Höflichkeit halber frage ich natürlich. Ich weiß, es ist jetzt nicht wahnsinnig schwierig, was ich Ihnen da erzählt habe. Gehen wir mal weiter. In der ersten Vorlesung kommen meistens keine so ganz schweren Fragen. Ja, kommen wir noch mal ganz kurz zu diesen Klassifikationen. Wir haben es ja schon angesprochen. Wie können wir also die Betriebssysteme unterscheiden? Wie können wir die klassifizieren? Und zwei Begriffe haben wir schon genannt bei dieser Entwicklungsreihe. Einmal das Single-Tasking und einmal das Multitasking, also der Einzelprogrammbetrieb und der Mehrprogrammbetrieb. Das heißt also beim Single-Tasking, da
können wir zu jedem Zeitpunkt immer nur einen Prozess haben, ein Programm, und die können natürlich nacheinander ablaufen, aber sie müssen immer erst vollständig beendet sein. Und beim Mehrprogrammbetrieb, beim Multitasking, da haben wir also eine parallele Abarbeitung, wenn wir sehr viele Prozessorkerne oder Prozessoren haben. Und wenn die Anzahl der Prozesse, die Anzahl der Kerne übersteigt, dann haben wir also eine zeitlich verschachtelte Ausführung. Und das ist das, was wir immer als quasi parallel bezeichnen. Das heißt, die Prozesse müssen sich sozusagen abwechseln. Und die Entscheidung, welcher Prozess kommt als nächstes und für wie lange auf die CPU, diese Entscheidung fällt natürlich das Betriebssystem mit dem verwendeten Scheduling-Verfahren. Wenn Sie übrigens in der Literatur so Begriffe sehen, die Sie nicht so zuordnen können, wie zum Beispiel jetzt Auftrag oder Aufgabe oder Prozess oder so oder Task, das ist alles das Gleiche. Das kann man einfach unterschiedlich bezeichnen, aber das ist natürlich das Gleiche. Ja, ich sehe es in den Kommentaren. Sie sind natürlich voll informiert, was die aktuellen CPUs angeht. Da hat man natürlich sehr viele Kerne. Teilweise jetzt 20, 30, 40 Kerne oder mehr. Wenn Sie aber Ihren Task Manager mal aufmachen, dann werden Sie sehen, Sie haben immer noch deutlich mehr Prozesse im Betriebssystem erstellt, als Sie Kerne haben. Und selbst wenn Sie jetzt also zwei Threads pro Kern haben, also doppelte Anzahl von Prozessen ausführen können, auch dann ist es so, dass ich denke, 99% von Ihnen mehr Prozesse im System erstellt haben, als sie Kerne haben. Und deshalb diese quasi parallele Programmausführung, das ist Stand der Technik. Wird bestimmt auch noch eine Zeit lang so weitergehen. Ja, wir haben ja jetzt schon gesagt, also dieses Multitasking oder der Mehrprogrammbetrieb, da haben wir also mehrere Prozesse gleichzeitig oder nebenläufig in der Ausführung. Und wir müssen ja zwischen den Prozessen hin und her wechseln, so häufig, dass es sich für uns flüssig anfühlt. Ja, dass wir nicht das Gefühl haben, oh, da hüpft der Mauszeiger, ja, das gefällt mir nicht, die Maschine, die fühlt sich irgendwie laggy an, das ist blöd. Man will ja diesen Eindruck der Gleichzeitigkeit. Aber je häufiger man die Prozesse wechselt, desto höher wird auch der Verwaltungsaufwand. Es ist also so ein Abwägen, so ein Trade-off aus Betriebssystemsicht. Je häufiger ich die Prozesse wechsle, desto höher ist auch der Verwaltungsaufwand. Manchmal kommt die Frage, soll man es dann überhaupt tun? Ist Multitasking dann überhaupt sinnvoll, wenn man ja einen Verwaltungsaufwand hat? Sollte man nicht darauf verzichten und einfach sagen, wir haben x Anzahl CPU-Kerne, also sollten wir auch nur x Anzahl Prozesse haben? Nee. Sollten wir nicht. Also wir sollten nicht darauf verzichten. Es ist auf jeden Fall immer sinnvoll, weil nicht jeder Prozess kann zu jeder Zeit auch laufen. Viele Prozesse müssen häufig warten. Ja, worauf warten die denn? Auf äußere Ereignisse. Zum Beispiel der Klassiker, ein Programm sagt, press any key. Aber der Benutzer tut nichts, weil er gerade nicht hinguckt oder weil er gerade auf der Toilette ist oder so, keine Ahnung, weil er sich einen Kaffee holt. Das heißt also, so ein Prozess, der wartet. Das ist jetzt so das offensichtlichste Beispiel. Aber andere Prozesse müssen auch warten auf Ergebnisse oder Teilergebnisse von anderen Prozessen oder dass ein Peripheriegerät Daten liefert, auf die gewartet wird oder dass ein Peripheriegerät eine Nachricht sendet, dass eine Aktion erfolgreich ausgeführt wurde. Das heißt also, die Prozesse können gar nicht immer laufen, selbst wenn sie immer die CPU hätten. Und durch dieses Multitasking, durch diesen Mehrprogrammbetrieb, kann man dann also werden Prozesse natürlich vorgezogen, die laufen können, und andere, die eh warten müssen, die können ja dann auch einen CPU-Kern freimachen. Ja, und dieser Verwaltungsaufwand wegen der Prozesswechsel, der ist natürlich da, den kann man nicht wegdiskutieren, den kann man auch berechnen natürlich.
Der wird aber natürlich mit jeder CPU-Generation immer insignifikanter. Ja, also der ist immer mehr zu vernachlässigen. Und ja, es ist auf jeden Fall die Sache wert. Dann haben wir natürlich noch die Kategorien Einzelbenutzerbetrieb und Mehrbenutzerbetrieb. Und auch wenn es lustig klingt, es gibt natürlich noch Betriebssysteme, die Einzelbenutzerbetrieb realisieren, die also nur einen einzelnen Benutzer implementieren oder nur einem Einzelnen zur Verfügung stehen. Die Klassiker wären jetzt hier natürlich sowas wie DOS oder ich weiß nicht, ob Sie das noch kennen, so ein PDA, also quasi ein Smartphone ohne eingebaute Mobiltelefon, also einfach nur als Terminplaner. Da gab es früher dieses Palm OS. Also diese Betriebssysteme waren Einzelbenutzerbetriebssysteme, natürlich dann und auch Single-Tasking. Die modernen Desktop- und Server-Betriebssysteme, die wir heute so verwenden, die sind natürlich mehr benutzerfähig. Das heißt, die implementieren mehrere Benutzer mit unterschiedlichen Rechten normalerweise auch. Und die separieren dann also auch die Daten und die Prozesse der Benutzer. Multitasking, Multi-User, das ist so der Goldstandard, das ist das, was die modernen Betriebssysteme alle haben, also alle Unix-artigen Betriebssysteme wie auch Linux oder macOS und auch die höherpreisigen Windows-Betriebssysteme. Die dedizierten Endbenutzer-Windows-Betriebssysteme, also diese dedizierten oder abgespeckten PC-Windows-Betriebssysteme sind häufig nur halbe Multi-User-Betriebssysteme. Das heißt, die können natürlich mehrere Benutzer, da kann man mehrere Benutzer anlegen. Also es gibt mehrere Benutzer, zum Beispiel den Systemadministrator und beliebig viele Benutzer, die also nacheinander an der Maschine arbeiten können. Aber diese Betriebssysteme sind häufig softwaremäßig so eingeschränkt, dass man also nicht mit mehreren Benutzern sich gleichzeitig anmelden kann übers Netz oder ja, mit mehreren Peripheriegeräten. Das ist aber in der Regel nur eine Einschränkung des Herstellers. Also diese halben Multi-User-Betriebssysteme, die kann man mit Drittsoftware häufig, sagen wir mal, öffnen, dass sie richtig Multi-User, Multitasking-fähig sind. Das ist dann aber natürlich, das sind so Graulösungen, ja, die werden dann von den Herstellern natürlich nicht unterstützt normalerweise. Aber ja, der offensichtliche Unterschied zwischen den Server- und den Desktop-Versionen von Windows ist in erster Linie der Verkaufspreis. Ja, und diese alten PC- oder Homecomputer-Betriebssysteme, die waren sehr häufig Single-User-Multitasking-Systeme, wie zum Beispiel das macOS oder dieses Legacy macOS oder auch diese ganz alten Windows-Desktop-Systeme, aber das nimmt ja heute eigentlich keiner mehr. Ja, schauen wir uns mal ein anderes Klassifikationskriterium an, und das ist dieser Bitwert. Also das liest man ja schon manchmal, 32, 64 Bit Betriebssysteme. Was heißt das eigentlich? Und viele wissen es nicht. Man kann sich aber schon vorstellen, dass die größere Zahl ein Indiz ist für ein Qualitätskriterium, ja, so wie bei Autos, ja, mehr PS ist meistens besser wie weniger. Jetzt in unserem Fall dieser Bitwert, das beschreibt einfach die Länge der Speicheradressen, mit denen das Betriebssystem also intern arbeitet. Und das wiederum ist dann also entscheidend für die Größe des Adressraums, der möglich ist. Also wie viele Daten oder wie groß ist der maximale Hauptspeicher, der realisierbar ist. Und Sie sehen also, es gab natürlich in grauer Vorzeit auch 8-Bit-Betriebssysteme. Ja, da kann man also 2 hoch 8 Speicheradressen adressieren. Das ist nicht so wirklich viel, können Sie sich jetzt vorstellen. Dann haben wir hier 16-Bit-Betriebssysteme. Damit können wir also 2 hoch 16 Speicheradressen oder Speichereinheiten adressieren. Das waren dann also diese DOS-Betriebssysteme oder diese sehr alten Windows-Betriebssysteme oder OS2.
diese älteren Vertreter. Und dann sehen wir hier, damit bin ich sozusagen aufgewachsen und habe dann auch mein Studium damit verbracht. Das waren die 32-Bit-Betriebssysteme, die waren also sehr lange Standard, ich würde mal sagen so 15 Jahre lang, von Ende der 80er bis Mitte der Nullerjahre. Und da sehen wir also, wir haben 2 hoch 32 Speichereinheiten, die adressierbar sind. Und damit kommt man dann also, ich kann es ja jetzt schon mal vorwegnehmen, damit kommt man also bis 4 Gigabyte. Das ergibt sich natürlich aus der Größe der Speichereinheiten. Die Computer, mit denen wir so zu tun haben, die arbeiten mit einer Einheitengröße, das sind die sogenannten Seiten, und die sind 4 Kilobyte groß. Ja, also hier sehen wir schon einige Betriebssystemnamen, die haben Sie mit Sicherheit schon mal gehört, also diese Windows-Version hier oder auch macOS, diese älteren Versionen, die gab es dann also schon immer noch in 32-Bit-Versionen und 64-Bit, das ist also jetzt schon seit etwa 15 Jahren, würde ich sagen, der Standard. Und natürlich alle gängigen Desktop- und Serverbetriebssysteme, die sind dann in 64-Bit-Versionen natürlich verfügbar. Und damit können Sie also deutlich mehr Speicher adressieren, als heute hardwaremäßig möglich ist in den allermeisten Maschinen, wahrscheinlich in allen Maschinen. Um jetzt aber so ein bisschen Wasser in den Wein zu träufeln, die meisten Prozessoren, die wir so kaufen können, haben keine 64-Bit-Adressbusgröße. Das heißt also, auch wenn das Betriebssystem 64-Bit-Adressen unterstützt, die meisten CPUs können nicht mit so langen Adressen wirklich arbeiten. Also das ist dann verkürzt, sind dann 48-Bit oder 54. Aber das reicht für die aktuelle Generation immer noch mehr als aus. Ja, schauen wir uns mal kurz den Aufbau an der Betriebssysteme. Das ist auch so ein ganz großes Klassifikationsmerkmal. Eins, von dem man auf den ersten Blick vielleicht gar nichts merkt. Aber wenn man dann mal so ein bisschen hinter die Milchglasscheibe guckt, dann sieht man schon, dass es große Auswirkungen hat. Ja, wir haben ja schon mal vorweggenommen, bei diesem grundlegenden Aufbau der Betriebssysteme am Anfang des Foliensatzes, bei dieser Makroperspektive hatte ich gesagt, wir haben das Betriebssystem zwischen der Hardware und den Anwendungsprozessen und die wahrscheinlich wichtigste Komponente eines jeden Betriebssystems, das ist der Kern. Im Englischen dann heißt der Kernel. Und dieser Kern, der enthält also, der implementiert die wichtigsten Funktionen des Betriebssystems. Welche das sind, haben wir jetzt schon gesagt. Speicherverwaltung, Benutzerverwaltung, Hardwareverwaltung, also diese Treiber, Scheduling in der Prozesskommunikation, Prozessumschaltung, also das ist der Dispatcher und so weiter. Jetzt kann man diese Funktionalitäten alle in den Kern rein implementieren. Und das ist das sogenannte Prinzip des monolithischen Kerns, dass man also alles, was dem Betriebssystem zugeordnet ist als Funktion, dass man das also in den Kern rein implementiert. Also dann ein irrsinnig großer Softwareprozess, könnte man sagen. Man kann aber auch einige dieser Funktionen sinnvoll auslagern aus dem Kern. Das heißt, die laufen dann als eigene Prozesse auf der Ebene der Anwendungsprozesse. Ja, wir sehen das hier in dieser Abbildung schon mal so dargestellt. Wir sehen also einige Funktionen, die sind jetzt aus dem Kern rausgezogen, zum Beispiel einige Hardware-Treiber oder einige Dateisystemtreiber. Und die laufen dann auf der Ebene der Benutzeranwendungen, so wie Ihr Word und Ihr E-Mail-Programm und Ihr Browser und so. Natürlich haben wir immer noch Dinge im Kern, die sehr essentiell sind, wie zum Beispiel die Interprozesskommunikation und das Scheduling und so. Aber der Kern ist dadurch signifikant kleiner. Das führt uns zu Fragen. Warum macht man sowas manchmal? Ist es sinnvoll? Was sind die Vor- und Nachteile? Und welche Betriebssysteme machen sowas? Ja,
schauen wir es uns mal an. Also einmal die monolithischen Kerne. Ich habe es ja schon gesagt, da ist dann also alles, was geht, im Kern drin. Was sind da die Vor- und Nachteile? Also erstmal Vorteil, das ist ja ein großer Prozess hier, dieser Kern. Das heißt also, wir haben hier sehr wenige Prozesswechsel, wenn wir uns jetzt diese kernrelevanten Aufgaben oder betriebssystemrelevanten Aufgaben anschauen. Das heißt, wir haben weniger Verwaltungsaufwand an der Stelle. Dann muss man noch dazu sagen, Betriebssysteme, die sowas implementieren, die sind in der Regel schon ziemlich alt. Wenn eine Software ziemlich alt ist, dann haben schon sehr viele Entwickler daran gearbeitet und dann sind schon sehr viele Bugs gefunden und gefixt worden. Das heißt, wir haben eine gewachsene Stabilität. Das ist einfach so. Die anderen Architekturkonzepte wie die minimalen Kerne sind per Definition erstmal stabiler oder sicherer, aber gewachsene Stabilität, das ist schon was. Ja, das kann man nicht wegdiskutieren. Nachteilhaft ist, wenn hier in diesem großen Softwareprozess im Kern irgendeine Funktion einen Fehler verursacht, ja, also wenn dieser Prozess quasi abstürzt oder hängen bleibt, dann haben Sie im Prinzip gar kein Betriebssystem mehr. Ja, dann hängt Ihr ganzes System und Sie kennen ja diese Geschichten vielleicht von Ihren Eltern oder älteren Geschwistern. Früher haben die Computer deutlich öfter sind gehangen, die Desktop-Betriebssysteme. Das liegt natürlich schon auch daran, ja, dass sie da öfters mal Fehler im Kern gab. Auch wenn Sie jetzt hier was entwickeln oder debuggen wollen, dann müssen Sie hier an einen riesigen Prozess ran. Ja? Und bei neuen Versionen, also wenn hier was gefixt werden soll, dann muss ja immer dieser ganze Prozess neu übersetzt, also neu kompiliert werden. Ich hätte das eine Frage. Natürlich, ja. Also jetzt zu der Theorie von so einem monolithischen Kern, Sie haben jetzt gesprochen, das ist ein größerer Prozess, kann man den parallelisieren oder ist es intrinsisch nicht möglich? Doch, das kann man natürlich schon parallelisieren. Doch, das kann man natürlich schon mit Threading parallelisieren. Aber ich muss ehrlich sagen, die Betriebssysteme, die früher darauf gesetzt haben, also die waren jetzt natürlich nicht so parallelisiert. Wir reden ja hier auch dann von klassischerweise ein CPU-Maschinen, ja, mit einem Kern. Nee, okay. Also viel parallelisierbar war da nicht, selbst wenn man gewollt hätte. Also das heißt, das Konzept ist jetzt aber auch veraltet, oder wie? Es ist mega veraltet. Das okay, ist also total veraltet. Es gibt kein Betriebssystem mehr, was das benutzt. Die Frage löse ich Ihnen gleich auf. Okay. Gucken wir uns jetzt hier nochmal so ein bisschen die Struktur dieser monolithischen Kerne an. Und das sehen wir also hier oben. Da haben wir also den Benutzermodus mit unseren Anwendungsprozessen. Und hier haben wir das Betriebssystem mit dem Kern und ganz unten haben wir die Hardware. Und das, was ich Ihnen jetzt hier dargestellt habe, das ist die Struktur von Linux. Linux ist tatsächlich, wenn wir uns jetzt hier unten diese Liste mal angucken, der Betriebssysteme mit monolithischem Kern, der einzige, sagen wir mal, moderne Vertreter. Ja, diese ganzen anderen hier, ja gut, BSD ist auch noch relativ aktuell, aber MS-DOS, FreeDOS, Windows 95, 98, ME oder dieses Legacy Mac OS, ich meine, das ist ja total veraltet. Warum ist jetzt Linux ein monolithisches Betriebssystem? Linux ist sozusagen ein aufgeweichtes monolithisches Betriebssystem, weil der Linux-Kern ermöglicht Ihnen, und das wird auch sehr intensiv gemacht, Module zu haben. Also es werden Funktionen in Module ausgelagert. Das ist auch Stand der Technik, das macht man für die Dateisysteme und die einzelnen Hardware-Treiber und so. Und wenn so ein Modul mal abstürzt, dann kann man es aus dem Speicher rauskicken und neu laden. Oder auch die Implementierung eines Moduls ist natürlich viel leichter, als wenn man jetzt was am Kern selbst richtig machen würde. Allerdings, diese Module, die laufen im Kernel-Modus, also auf der Ebene des Kerns, die haben also dieselbe Priorität wie der Kern selbst, die laufen nicht im Benutzermodus. Das heißt, per Definition ist es immer noch ein monolithisches System, hat aber nicht so diese Nachteile. Ja, also auch hier haben wir natürlich Prozesswechsel zwischen den Modulen und dem eigentlichen Kern, aber wir haben nicht so diese Nachteile, dass wenn mal was hängt, dass dann die ganze Maschine hängt oder so. Es ist sozusagen ein aufgeweichtes monolithisches Konzept. Ja. Da kommen wir aber dann auch noch ein paar Mal drauf, denke ich, wenn wir uns dann auch diese,
diese Schnittstellen anschauen, ja, also vor allem so diese Standardbibliothek und die Systemaufrufe. Ich hätte ganz kurz eine Frage. Ja. Bei Linux, sind ja sehr viele Server, benutzen ja vor allem Linux. Quasi fast alle, ja. Genau, und ich wollte fragen, warum? Weil so, ja eigentlich, also ich meine, wir reden ja immer davon, dass, was weiß ich, wie viele Daten immer parallel bearbeitet werden müssen. Warum haben die sich da praktisch, ja, relativ auf Linux eingeschossen? Also Linux ist ja einfach ein Unix-artiges Betriebssystem mit dem freien Linux-Kern. Also das eigentliche Linux ist dieser Kern, dieser Kernel, wo also der Linus Torvalds da also initiiert hat, die Entwicklung, und ja heute noch immer noch leitet diese Weiterentwicklung. Und das eigentliche Betriebssystem ist ja nicht nur der Kern, sondern auch dieses Ökosystem an Werkzeugen, wie zum Beispiel die Shell, also der Kommandozeileninterpreter, aber auch der GNU-C-Compiler und diese ganzen anderen Compiler und Debugger und alles, was sie so an grafischen und textuellen Werkzeugen haben. Und warum hat sich das jetzt auf Serverseite quasi durchgesetzt? Es hat viele Vorteile. Also erstmal, es ist freie Software. Ja, sie hängen dann also nicht nur an einem Anbieter und müssen also für den Lizenzkosten zahlen. Also früher gab es auch sehr viele kommerzielle Unix-Betriebssysteme, die waren also auch sehr teuer. Es hat ein sehr großes Ökosystem an Menschen, die es also gut finden und die dafür entwickeln und die das dann auch unterstützen können, die das supporten können. Es gibt auch sehr viele Firmen, die natürlich Support anbieten und Consulting und Administration. Ja, es ist halt freie Software, und dieser freie Software-Gedanke, der hat sich halt ein Stück weit in den 90ern und Anfang der Nullerjahre dann da durchgesetzt. Sehr stark getrieben durch die Lehre, also an den Hochschulen hat sich Linux sehr schnell durchgesetzt. Und wenn Sie Menschen mit sowas ausbilden, dann bringen die das natürlich auch später ins Berufsleben mit. Ja. Und in der Forschung, da ist es natürlich auch sehr schnell auf fruchtbaren Boden gefallen, weil freie Betriebssysteme, die sind halt sehr flexibel einsetzbar und man muss sich keine Gedanken um Lizenzen machen und so. Also das hat dann auch die Forschungsarbeiten in allen Gebieten sehr stark positiv beeinflusst, kann man sagen. Und so kam das, ja. Und irgendwann war dann halt also das Set an Funktionalität und an Qualität, also Stabilität und Sicherheit und so, war dann also das überzeugende Argument, dass also immer mehr Serveranwendungen darüber geschiftet sind. Ja. Muss auch ehrlich sagen, also Windows-Server haben sich nie so richtig durchsetzen können. Also wenn dann vielleicht als reine Webserver, das gab es schon häufig, also reine Windows-Webserver, aber jetzt so als Multipurpose-Server würde ich sagen, also die viele verschiedene Netzwerkdienste anbieten, dann auch am Internet hängen, ist es eher nicht so gängig. Ja, gute Frage war das, finde ich. Jetzt haben wir uns ein bisschen verquatscht, macht aber nichts. Die ersten 90 Minuten haben Sie quasi überstanden. Haben Sie Fragen? Da ist schon mal die erste Frage, ob ich zukünftige Vorlesungen aufzeichnen werde und auf Moodle bereitstelle. Ja, ich denke schon. Ja, ich mache das. Okay. Genau. Nächste Woche machen wir dann natürlich an der Stelle weiter. Das heißt, Sie verlieren jetzt natürlich nichts von dem Foliensatz. Die Übungen finden statt diese Woche. Das heißt also, wenn Sie Fragen haben oder einfach auch potenzielle Teampartner kennenlernen wollen, dann kommen Sie da bitte hin. Und oder wenn Sie Fragen haben zu den Alternativaufgaben, wenn Sie sich da noch nicht so sicher sind, dann kommen Sie da hin und vielleicht kann ich Sie dann beraten oder meine beiden Mitstreiter, der Herr Rösler oder der Herr Huske. Ja, dann, wo werden die Vorlesungen dann hochgeladen? Ich gucke mir das Video mal an. Wenn es akzeptabel ist, lade ich es in YouTube hoch und verlinke es auf meiner Webseite. Und wenn es ganz untragbar ist, dann stelle ich es vielleicht nur intern auf Moodle und setze den Link dann auf meine Webseite. Ja, ich habe noch eine Frage zur Portfolio-Prüfung, die wir zu dritt machen. Würden Sie uns da dann
nochmal ein bisschen eine Art Einleitung geben oder schicken Sie uns das quasi einfach los, dass wir das immer erkunden und anfangen? Also auf meiner Webseite finden Sie 7 mögliche Alternativen für die Portfolio, also für das Werkstück A. Und da müssen Sie sich im Team eine Aufgabe aussuchen. Und in dieser Aufgabenstellung finden Sie auf meiner Webseite, da steht genau drin, was Sie tun müssen, ja, und was dann auch die Abgabe ist. Und in den Übungen, da können Sie mich natürlich dann auch nochmal alles fragen. Okay, danke. Da bleiben eigentlich keine Fragen offen, aber wenn Sie Fragen haben, auf jeden Fall. Her damit dann. Ich habe auch eine weitere Frage. Ja. Und zwar bezüglich GitHub, muss ich da jedes Gruppenmitglied anmelden oder reicht das aus, wenn sich da ein Gruppenmitglied, also mit einem Konto sich registriert und theoretisch reicht es natürlich schon aus, wenn das einer von Ihnen macht. Praktisch ist es aber natürlich eher unwahrscheinlich, dass Sie gemeinsam zu dritt etwas implementieren und dann aber immer nur einer alles hochlädt, sage ich mal. Ja. Okay, das also, heißt, das, was jeder macht, muss dann von dieser Person hochgeladen werden. Okay. Dass ich sage mal, so eine richtige Teamentwicklung. Wer was gemacht hat, oder? Naja, es ist halt einfach ein sinnvolles Werkzeug, um gemeinsam ein Softwareprojekt zu bearbeiten. Ja. Genau. Es sollte jedenfalls nicht so laufen, dass nur einer von Ihnen im Team die Implementierung macht und die anderen unterstützen, motivieren, sage ich mal. Das ist nicht Sinn der Sache. Also teilen sich schon sinnvoll auf. Das ist quasi Open Source, das heißt, können dann auch andere Gruppenmitglieder von anderen Teams sich das anschauen? Ja, aber so ist es ja im richtigen Leben auch. Also ich glaube, auch ohne, dass Sie Ihre Software jetzt auf GitHub hochladen, gibt es einen Austausch unter Teams. Aber trotzdem müssen sich die Abgaben natürlich sinnvollerweise unterscheiden. Mhm. Muss man dann kurz vor Abgabe das hochladen oder immer wieder, also alle 2 Wochen, alle 3 Wochen das hochladen? Das kontrolliere ich nicht. Das ist, das müssen Sie machen, wie es für Sie am besten ist. Ja, Sie müssen dieses Werkstück A einfach sinnvoll bearbeiten und lösen. Genau. Wenn man was zusammen programmiert, ist es aber sowieso auch einfach sinnvoll, den Zwischenstand von den anderen bei GitHub sehen zu können. Ich denke, das ist auch der Hauptnutzen davon. Ja, das ist ja auch nicht verwerflich, wenn Sie einfach mal gucken, was andere so machen oder wie die das machen. Sie haben da trotzdem immer noch ein weites Feld an Variationsmöglichkeiten und können sich da gut austoben. Mhm. Ja. Und dann bezüglich der 7. Alternative, das war vor ein paar Tagen halt nur mit Bash. Ja, genau, das haben wir noch. Und jetzt mit Python. Okay, das haben wir noch erweitert. Ja. Das kam uns ein bisschen zu streng vor. Ja. Da haben wir gedacht, da gehen wir noch C und Python frei. Ja. Und da kann man sich für eine Algo, kann man sich dann selber entscheiden, also für den kürzesten Weg, dieses Tiefensuchen. Genau, ja, da okay, perfekt, überraschen Sie uns da und machen Sie was, worauf Sie dann auch stolz sind und uns dann gerne präsentieren in der Übung. Genau, in den Übungen, ich sehe jetzt hier nochmal die Frage, wie die Übungen ablaufen, also die Übungen, das sind dann also entweder der Herr Rösler oder der Huske oder ich jeweils und wir unterstützen Sie dann bei Ihren Fragen, wenn Sie welche haben. Wenn Sie keine haben, ist natürlich ein bisschen schwierig. Auch wenn Sie jetzt Fragen haben zum Werkstück A, versuchen wir Sie da zu unterstützen, aber das heißt jetzt nicht, dass wir es dann für Sie programmieren können, also, aber vielleicht können wir Ihnen ja Hinweise oder Tipps zur Architektur oder möglichen Lösungswegen geben oder wenn Sie sich einfach mal nur so ein bisschen den Frust von der Seele reden wollen, dann hören wir natürlich auch gerne zu, ja, und wirken positiv auf Sie ein, motivieren Sie, wenn wir können. Nutzen Sie das einfach, wenn Sie Fragen haben und versuchen Sie so ein bisschen am Ball zu bleiben. Ich weiß, man nimmt sich das ja immer vor und dann kommt einem manchmal was dazwischen, aber versuchen Sie es einfach. Ja. Um Sie vielleicht noch ein bisschen aufzumuntern oder zu motivieren, also das Modul findet jetzt, glaube ich, zum 6. Mal statt. Und es gibt also viele, viele hundert Ihrer Vorgänger haben das jetzt schon erfolgreich motiviert und am Anfang wirkt es immer viel, aber Sie haben jetzt 10 Wochen Zeit für das Werkstück A und das ist schon viel Zeit für ein Dreierteam, für so eine überschaubare Aufgabe, auch wenn Sie sich da jetzt in was einarbeiten müssen, das schaffen Sie
Und ja, also ich kann Ihnen sagen, die Durchfallraten im Modul Betriebssysteme, Rechnernetze, die sind verschwindend gering. Am Anfang gibt es immer so ein bisschen Gemaule, ja, dass viel Arbeit wäre. Aber ja, also in der Regel schafft man das. Genau, diese Frage, die ich da jetzt lese, wegen Abgabe und Deadline und so, das steht auch alles auf der Webseite. 2 Wochen vor Vorlesungsende müssen Sie also Ihre Lösung eingereicht haben, damit wir dann noch auch drauf gucken können und mit Ihnen gruppenweise Termine machen können für die Präsentation. Wegen der Anmeldungsfristen, Sie müssen sich auf jeden Fall für die Portfolioprüfung anmelden. Wann die Frist ist, weiß ich noch nicht. Normalerweise schickt die Frau Rühl das... Ich glaube, 26.04. Genau, geht heute los bis zum 26. Man kann sich schon anmelden. Das dürfen Sie auf keinen Fall verpassen, weil eine nachträgliche Anmeldung, da stellt sich das Prüfungsamt quer. Also wenn Sie das Modul machen wollen, dann melden Sie sich bitte heute noch an. Man braucht ja kein anderes Modul, um die Prüfung zu machen. Nein, es gibt keine Konsekutivregelung. Sie können, es ist ja eigentlich auch fürs zweite Semester, ja. Also da kann es ja gar nicht so viel. Ja, genau. Könnte es gar nicht so viel verschränken. Wegen objektorientierte Programmierung, dachte ich. Ja, nein, genau. Das gibt es da jetzt nicht. Aber ja, danke. Zur Frage, wie die Prüfung abläuft, so wie immer bei mir. Sie dürfen in die schriftliche Prüfung, dürfen Sie sich ein selbst angefertigtes DIN A4-Blatt mitnehmen, was also einseitig beschrieben sein darf. Da kann man also draufstehen, was will. Sie wissen ja auch, es kommen dann eigentlich nur Sachen aus den Übungsblättern dran. Das heißt also, man kann da schon die relevanten Inhalte dann alle auf diese eine Seite draufschreiben. Es muss halt ein handschriftliches Original sein. Der Hintergedanke ist, wenn Sie die Inhalte der Übungsblätter auf eine DIN A4-Seite komprimieren, dann müssen Sie sich ja alles nochmal angucken dafür, müssen sich bei jeder Aufgabe überlegen, habe ich das im Kopf, schreibe ich mir das auf oder nicht? Und wenn ja, müssen Sie es komprimieren und Sie werden merken, dafür brauchen Sie 2-3 Tage und danach haben Sie den Stoff nochmal komplett wiederholt und wissen genau, was Sie können. Und meistens haben sie dann auch dieses Blatt auswendig im Kopf, ja, und bräuchten es dann eigentlich gar nicht mehr. Also es ist die beste Form des Lernens. Und das bringt was. Ja. Herr Baum, ja. Da wir schon über die Zeit sind, möchte ich nur eine ganz kurze Frage stellen. Und zwar, was könnte ich in der Übungsstunde machen? Also jetzt zum Beispiel von der Vorlesung habe ich das und das und das zu viel. Aber was kann ich da üben? Sie können alles fragen. Ja, Sie können sind das Rechenaufgaben oder Fragen? Was sind das genau? Na gut, gucken Sie mal die Übungen, die wir üben können. Oder? Na ja, gucken Sie mal, die ganzen Übungsblätter sind ja auf meiner Homepage online und die Lösungen dazu auch noch. Also angucken müssen Sie sich schon selbst. Ja, ja allerdings. Also wenn ich mal in die Übungsblätter reingucken, das kann ich Ihnen jetzt nicht abnehmen. Das müssen Sie machen, aber das schaffen Sie schon. Klar, danke. Das schaffen Sie. Bezüglich der schriftlichen Klausur, wissen wir dann, wann es ungefähr stattfindet? Ist es dann August, September, Oktober, also ungefähr ein Zeitraum? Nach Ende, also wenn jetzt keine Corona-Zombie-Epidemie mit multiresistenten Viren auf uns zukommt, dann wird wahrscheinlich Ende Juli. Nach Anschluss der Vorlesungszeit beginnt dann die Prüfungszeit und die war früher immer 2 Wochen, dann wurde sie verlängert auf 3 Wochen. Mhm. Und ich hoffe, wir werden auch wieder eine Halle in der Frankfurter Messe kriegen und dann würden wir dort dann das Werkstück B, diese 60 Minuten schreiben. Also das wäre dann in den ersten 3 Wochen nach Ende der Vorlesungszeit. Ich müsste dann also, wenn ich jetzt richtig im Kopf habe, Ende Juli von Mitte bis Ende Juli sein, sowas. Hm. Und wieso fand das Werkstück B im letzten Sommer, im Oktober statt? Oder bin ich da komplett falsch? Ja, das ist so, da war ja das Corona noch relativ frisch, sage ich mal. Ja, genau. Und da hat man sich dann entschlossen, 2 Prüfungszeiträume zu machen. Einmal 2 Wochen nach Ende der Vorlesungszeit und einmal dann im Oktober nochmal 2 Wochen. Mhm.
Und meine Prüfung ist also in den Oktober dann gerutscht. Das konnte ich mir leider nicht aussuchen. Okay. Das war dann halt so. Also da hatten wir keinen Einfluss drauf. Aber immerhin hatten wir eine Messehalle und das war dann schon mal gut für uns. Da gab es auch keine Probleme. Okay. Vielen Dank. Vielen Dank auch, dass Sie alle heute da waren. Ich weiß, in der ersten Stunde kommen immer die meisten. Danach nimmt's ab. Trotzdem, wenn Sie die Zeit aufbringen können, dann kommen Sie. Freut mich und ich freue mich auch über Ihre Fragen. Gut, dann sehen wir uns entweder in einer der nächsten Übungen oder dann spätestens nächste Woche dann wieder zur Vorlesung. Gell? Passen Sie auf sich auf und bis bald. Ne? Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Bis nächste Woche. Dankeschön. Tschüss. Ciao.